Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Play Rust. Wie ihr es ja in den letzten zwei Folgen gesehen habt, ich war da auf dieser einen Welt unterwegs und dann wurde mir, habe ich quasi festgestellt, dass auf der anderen Welt, das hat mir eben genau zu sein, eben Zerus gesagt, der gerade hier online ist, der mir ja auch schon, viel geholfen hat bei meinen Rust-Spielen. Und der hat mir gesagt, ey, blöde Idee, machst du nicht. Dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Und dann sagt er, kann man keine Foundation setzen. Ärgerlich, aber okay. Das bedeutet, ich werde die Rust-Folgen, die jetzt eben gedreht wurden, alle hintereinander schalten, damit ihr gleich seht, dass der Server wohl nicht der ist, den ihr eben, den ich eben meine, sondern ich bin jetzt auf, aktualisieren wir mal fix, da, dem hier. Das ist momentan mein Server, den habe ich gerade angefangen und hoffe mal, dass wir hier was zum Spielen finden. Es ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich halt die ganze Zeit am Server hoppen bin, bis ich einen gefunden hatte, der eben ganz cool ist. Okay. Wenn wir da was finden, dann nehmen wir das natürlich auch gleich wieder mit. Und holen uns hier mal ein bisschen Stein. Wie gesagt, beim letzten hatten wir natürlich echt viel Glück gehabt, aber wenn man dann keine Foundation setzen kann und sich nichts bauen kann, dann ist unsere ganze Planung dahin. Und ich will ja mit euch irgendwie was bauen. Wir wollen ja ein bisschen kreativ werden und überleben. Was ist denn das für eine Strahlungsscheiße hier schon wieder? Oh Gott, ich bin so verstrahlt. Und hier gibt es Tiere ohne Ende. Schaut euch das mal an. Oh Mann, ey. Ja. Wir gucken jetzt mal. Hier vorne ist doch auch wieder ein Tier. Könnte ein Schwein sein. Das ist mir zu heavy mit den Bären da. Aber das ist ein Schwein da, oder? Oh, das wäre ja grandios. Das wäre echt grandios. Nee, ist kein Stein. Das ist ein Stein und kein Schwein. Oh Mann. Ja, so ist das in Rust. Freut man sich, dass man mal eine Sau gesehen hat und dann zack, war es doch ein Stein. Die Welt ist manchmal so gemein. Gerade in Rust. So, jetzt schauen wir mal, dass wir gleich wieder aus so eine Hatchet basteln können. Damit geht die ganze Geschichte ja doch ein bisschen schneller vonstatten. Und in diesem Tal, ihr kennt es gerade auch wieder, habe ich mein erstes Spiel in Rust gehabt. Da bin ich im ersten meiner Rust-Spiele gespawnt hier. Hier kenne ich mich auch ein bisschen aus und ich glaube, hier bleibe ich auch. Und hier wäre es voll toll, das Schwein zu töten. Und ihr seht jetzt auch, warum ich hier bleiben möchte. Wenn ihr am Horizont ein bisschen guckt. Hier gibt es unglaublich viel Schweine, hier gibt es Rehe, hier gibt es Zeug zum Abfarmen. Die ganze Gegend hier ist eigentlich richtig, richtig günstig zum Bauen. Und ich sehe gerade, hier hat auch noch kein Mensch irgendwie gebaut. Ey, das ist ja grandios, die holen wir uns die. Ja, ich würde sagen, hier bleiben wir. Und wir finden nämlich auch hier Schweine gleich am Anfang. Das ist hart. Das ist richtig, richtig cool. Aber jetzt gucken wir erstmal. Ich möchte diese Sau jetzt eigentlich noch erlegen, aber hier. Oh Mann, holen wir uns die auch noch, komm. Ich wollte mir eigentlich zwar ein bisschen Holz besorgen, eine bessere Hatchet bauen, aber okay. Sei es drum. Ein Schwein soll man nicht ziehen lassen. Denn. Ja. Hunger. Ihr wisst das. Hunger ist böse, Hunger ist unser Feind. Und so müssen wir natürlich jetzt auch erstmal Nahrung und vor allen Dingen auch Clothes besorgen. Davon kriegen wir auch ein bisschen was. Zwar jetzt momentan nicht. Naja, Animal Fat, toll. Mit dem können wir so super viel anfangen. Hier waren meine ersten Schritte in Rust. Ja, das ist doch schon ein bisschen Nostalgie wert, ne? Also. Ich finde das schön, wenn man so an diese Stellen zurückkommt. Ich denke, alter Schwede, bin ich da rumgelaufen, habe keinen Plan gehabt, wusste nicht mal, wie ich ein Feuer füllen konnte. Ja, so einigen von euch auch gegangen sein, die hier eben neu reingekommen sind und sich gesagt haben, wie tue ich jetzt was ins Feuer rein oder was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Campfire? So, jetzt bauen wir uns erstmal so eine Stone Hatchet. Auch das kostet natürlich wieder ein wenig Zeit.
Aber hier gibt es, wie gesagt, auch wahnsinnig Rohstoffe. Hier unten ist, glaube ich, eine kleine Stadt noch, wo man auch vorbeischauen könnte. Und wer mich eben ja, noch vor langer, langer Zeit auf den ersten Rust-Folgen gesehen hatte, der weiß, wo ich segeln werde. Wieder in meinem kleinen Versteck, wo man mich eben eher nicht so findet und vor allen Dingen auch nicht so sieht. Da müssen wir mal gucken, vielleicht bauen wir dann unser Häuschen davor irgendwie. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Oder hier in dieses Tal rein, ich weiß es noch nicht. Ich bin auf jeden Fall mal super gespannt. Der Server an sich gefällt mir eigentlich schon gerade ganz gut. Und macht sich auch eigentlich gerade ganz gut. Also ich bin gerade echt ein bisschen, doch schon ein kleines bisschen begeistert von dem Server. Mir gefällt der. So, zack. Und jetzt geht die ganze Geschichte hier mal ein bisschen schneller. Ich weiß allerdings, dass hier gefährliche Tiere auch sind und gerade nicht wenige waren. Aber so geht das doch endlich mal wieder. Das ist Rust. So mag ich das, ne? Wenn auch was passiert, wenn man auch was tun kann hier. Und die Rehe gibt es auch hier, die Siedlung, also das wird toll, das wird richtig toll. Und gerade wenn ein paar von euch auch dabei sind, wie gesagt, Zeros, der auch treuer Zuschauer von meinem Kanal ist, der mir auch immer hilft, der wird mit Sicherheit auch mit dazu stoßen und uns hier ein kleines bisschen unterstützen. Vielleicht bringt er auch noch ein paar Kumpels mit, die auch siedeln. Wäre doch eigentlich ganz cool. Müssen wir mal schauen. Und für dich, Zuschauer, du das gerade eben guckst, ja, komm einfach auch mit dazu. Warum nicht? Wir sind ja alle so mehr oder weniger, ne, hier so unter uns auf YouTube. Und das wird bestimmt eine riesen Gaudi. Aber jetzt gucken wir mal. Wir müssen jetzt auch ein bisschen Rohstoffe farmen. Da hinten war nämlich die Stadt, glaube ich. Aber jetzt holen wir uns erstmal noch so ein bisschen Zeug. Wir könnten uns eigentlich auch mal wieder einen Bogen basteln. Weil wir brauchen ja das Cloth. Und das brauchen wir ja richtig schnell. Das dauert natürlich wieder ewig und 3 Tage, bis er das alles fertig hat. Aber okay, es geht eigentlich ganz, ganz cool voran. Hier ist auch irgendwie ein Russe unterwegs, den keiner versteht. Naja, warum nicht? Ja, ich würde sagen, dann bleiben wir erstmal hier vorne, weil wir brauchen ja eh Cloth. Was zu essen müssten wir eigentlich uns auch nochmal besorgen, aber okay. Sei es drum, wir brauchen jetzt Pfeile noch. Und ihr seht schon, das dauert halt jetzt alles. Ne? Das ist jetzt nicht mehr wie auf unserem Instacraft-Server, wo halt alles sofort ging, sondern es dauert seine Zeit, bis man halt auch mal ein paar Pfeile zusammengebrutzelt hat. Aber es ist doch, ein schöner Tag heute. Leicht bewölkt, also ja, ein bisschen diesig vielleicht. Aber doch insgesamt ganz nett. So, und jetzt, wir gehen auf die Jagd nach Steaks. Und natürlich nach Clothes, mal abgesehen davon. Und da waren doch gerade eben 1000 Rehe, die hier in Herden durchgeschlendert sind. Die jetzt aber nicht mehr da sind. Klar, wenn ich einen Bogen habe, dann hat sich das ganze Wild verzogen. Da hinten ist er. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Wie lange craften wir noch? 3 Sekunden, passt. Und los geht's. Auf die Jagd, Freunde, auf die Jagd. Das war's, Kumpel. Tut mir leid. Aber wir brauchen dummerweise den Toaster, das es gibt. Das ist ja nicht unerheblich. Wenn man so einen Bogen hat, kommt man schon da relativ zügig mit rum. Wunderbar. Und was zu essen ist auch gar nicht so verkehrt, das brauchen wir auch dringend. So, zack. Das Holz könnten wir uns eigentlich hier von hier drüben noch mitnehmen, aber hier drüben müssen wir aufpassen. Hier ist ein Hase. Ich werde nicht mehr. Das Chicken holen wir uns auch noch. Gibt's ja gar nicht. Ha. Der Server gefällt mir jetzt schon. Ich finde das toll. Ja, wie gesagt, wir nehmen alles mal mit.
Weil wir werden jetzt erstmal uns ein kleines Häuschen bauen, ein bisschen Campfire hinzimmern, ne? Also was man halt so braucht. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es ein bisschen verwirrend jetzt war mit den letzten beiden Folgen. Ich wollte es aber einfach doch veröffentlichen, weil ich da eben generell ein paar Sachen gesagt hatte, wie ich mir das alles so vorstelle. Ärgerlich, wenn auch der Server halt nicht funktioniert hat. Ich habe ja vermutlich, ich weiß es jetzt noch nicht, ich habe dir die Folgen noch nicht veröffentlicht, werde ich da so einen Banner reinmachen. Achtung, Server hat sich doch geändert, ist nicht der aktuelle, damit ihr das auch seht. Damit eben da gar keine Verwirrungen entstehen. Und ihr wisst, wenn ihr meine ersten Folgen geguckt hattet, überhaupt, die sind nicht auf dem Kanal, sondern waren auch noch auf einem ganz anderen. Manche von euch werden das vielleicht noch wissen, manche vielleicht nicht. Ich habe mich hier reingesiedelt. Und zwar dieser einzelne Baum, der hier mittendrin stand, war so mein Ausgangspunkt. Und hier habe ich mir mein erstes Shelter gebaut. Das werde ich jetzt auch tun. Wenn wir so grundsätzlich, weil wir haben nämlich mega Hunger gerade. Ja, schaut da unten, 400 haben wir noch. Das ist nicht die Welt. Und deswegen bauen wir jetzt erstmal unseren Shelter, bauen da noch keine Tür rein, weil brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Und dann brutzeln wir uns erstmal was. Und bauen uns vielleicht auch mal ein Sleeping Bag, falls es mal schief geht. Ihr wisst ja, das sollte man tun. Das brauchen wir auch gerade nicht mehr. Schrott, was man alles hier mit rumschleppt. So, jetzt müsste es aber gleich fertig sein. Dann können wir gleich einen Campfire hinterher besetzen. So, und dann währenddessen können wir dann auch das Ding hier bauen. Schön, dann haben wir gleich mal Home Sweet Home hier. Ja, und wenn ihr eben sagt, okay, cool, ihr möchtet mitmachen bei meinem Mega-Community-Bauprojekt, wo wir eben hier so eine richtige Siedlung bauen, so eine Kommune quasi aus dem Nichts erschaffen, dann, aber auch nur dann, könnt ihr eben auf den Server joinen und sagen, okay, habe ich Bock drauf, das macht mir mit Sicherheit Fun. Dann möchte ich, dass ihr einfach quasi hier in dieses Gebiet hier reinkommt. Wooden Door brauchen wir noch schnell fix. Zack. Dass ihr hier in dieses Tal reinkommt. Vielleicht euch hier irgendwo in diesem Hang auch so einen ersten Shelter errichtet. Dass ihr eben hier eure kleine Wohnung vielleicht hier irgendwo noch, wo halt Platz ist gerade. Bitte nicht zubauen, sonst wäre ich irgendwann wahnsinnig. Aber so halt hier in diesem Hang, der ist ja relativ lang, da ist ja viel Platz dazwischen. Ne? Da könnt ihr euch mal so eine kleine Hütte aufbauen und dann werde ich mal gucken, wenn da ein paar Leute sich finden, dass wir eben auch da uns so ein bisschen, ne, uns irgendwie grundsätzlich ein Bauprojekt überlegen. Was mir halt Spaß machen würde, wäre halt so ein entweder mehrere Häuser in einem Bereich oder aber ein großes Haus, wo halt viele einzelne Wohneinheiten irgendwie drin sind. Würde mir auch Spaß machen. Hätte ich auch voll Bock drauf. So, und jetzt hauen wir uns erstmal was zu essen rein. Und gehen gleich wieder auf die Jagd. Hallo? Nochmal? So, jetzt kann das nämlich brutzeln. Was zu essen haben wir auch. Dann können wir jetzt erstmal hier wieder auf die Jagd gehen. Nach eben allem, was wir so brauchen. Wie gesagt, da ist ja noch ein bisschen was offen. Wir haben ja auch echt Bedarf an allem Möglichen eigentlich. Vor allen Dingen aber halt auch an Stein, an Sulfur und so Zeug. Da sind die Dinger natürlich optimal. Und gerade in Bezug darauf, dass wir ja auch gleich nochmal Waffen produzieren müssen, um uns auch zu verteidigen. Ich weiß nicht, wie die Leute hier so drauf sind, aber sicher ist sicher. Und lieber habe ich eine Waffe und brauche sie nicht, als eine zu brauchen und habe sie nicht. So. Zack, 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 zack. Und natürlich brauchen wir weiterhin. Oh, jetzt habe ich das Wichtigste eigentlich vergessen. Jetzt bin ich hier losgelaufen in meinem Bahn. Ja, und habe das Wichtigste, ganz. Das Allerwichtigste, was ihr, wenn ihr einen Shelter baut, habe ich vergessen. Und zwar, wir brauchen ja noch einen Sleeping Bag. Das habe ich beim letzten Mal groß rumgetönt, dass das das Wichtigste überhaupt ist. Und jetzt setze ich keinen. Okay. Mir gefällt diese Siedlung immer noch. Das war mein erstes Haus, das ich gebaut habe. Und mir gedacht, ey, das wäre ganz cool, das sieht keiner. Bin ich ein bisschen abseits, ein bisschen versteckt. Und dachte mir eigentlich, die Idee wäre gar nicht so schlimm. Und die ist auch eigentlich gar nicht so schlimm. Hier sich da so eine kleine Bude reinzubauen. Und eigentlich sollten wir vielleicht, wenn wir eh schon einen Shelter hier reinbauen. Ja. Dann könnten wir auch gleich eine Storagebox reinbauen, wo wir schon mal unser grundsätzliches Zeug hereinlagern könnten. Komm, das machen wir auch gleich. Dann haben wir nämlich dann den gleichen Stand eigentlich wie vorhin schon wieder fast. Ja.
Na toll. Na, ja, komm, noch ein bisschen. So, so ist in Ordnung. Da müsste eine Storage Box auch noch reinpassen. Jetzt erstmal, ich möchte die Folge nicht so mit Bauen verbringen. So, und jetzt lagern wir das ganze Zeug hier mal einfach zwischen. Denn das können wir später noch brauchen. Und das möchte ich jetzt aber gar nicht mitnehmen, weil das wäre, glaube ich, eher gefährlich. Na gut, also, bis zur nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play Rust. Ciao, euer Zwerg auf ZwergTube.